Sie können mit Wavi Profi 3 selbstverständlich auch Etiketten ausdrucken. Dazu steht Ihnen ein kostenloser und integrierter Etikettendesigner zur Verfügung, in dem Sie Ihre eigenen Etiketten designen und eventuell nicht vorhandene anlegen können. Das Anlegen von nicht vorhandenen Etiketten, Formaten, die Sie eventuell benötigen, ist das Thema dieses Videos. Nachdem Sie Etiketten angelegt haben, wo ich jetzt nicht großartig drauf eingehe, weil das ist jetzt nicht der Kernbestandteil dieses Videos, klicken Sie auf Etiketten drucken. Nun haben Sie Ihre zu druckenden Etiketten in Form der schraffierten Flächen vor sich und Sie können oben über die Combo-Box auswählen, welches Etikett Sie haben wollen. Jetzt kann es natürlich sein, dass Sie sagen, hey, ich brauche ein Etikett, das ist ja da gar nicht dabei. Warum ist es nicht dabei? Relativ leicht zu beantworten. Es gibt hunderte, vielleicht sogar tausende von verschiedenen Etiketten. Und es ist unmöglich, die verschiedenen Formate alle bereitzustellen und auch die einzelnen Designwünsche vielleicht von Ihnen oder von anderen Benutzern zu berücksichtigen. Deswegen bietet Ihnen Wavi Profi 3 eine offene Schnittstelle, damit Sie Ihre eigenen Etiketten designen können. So, wie machen wir das? Oder generell sei dazu sagen, Sie können auf Details klicken und haben nun ein Fensterchen vor sich. Und ich mache das einfach mal größer. So. Haben nun ein Fensterchen vor sich, in dem die Detailinformationen Ihres Etiketts drinstehen. Auch ist alles beschrieben, wie sich Informationen oder was die einzelnen Werte bedeuten. Hier möchte ich ganz kurz darauf eingehen, weil es immer wieder missverstanden wird. Die Breite eines Etiketts, ja, hier die Breite, ist nicht unbedingt zwangsläufig die gleiche Maßangabe wie der Horizontalabstand. Als Beispiel, wenn Sie Breite 7 cm haben, also haben wir 70 mm, und Sie haben 5 mm Abstand zwischen den Etiketten, würde der Horizontalabstand, der sich von linker Seite des Etiketts bis zum nächsten Etikett anfangs positioniert, Breite plus Abstand hier sein. Das bedeutet, 70 mm wäre unser Etikett breit, 5 mm hätten wir Abstand, also hätten wir einen Horizontalabstand von 75 mm. Wenn wir das nun auf die Höhe umlegen, Beispiel, wir hätten 40 mm Höhe, haben einen Abstand zwischen den Etiketten vertikal, also nach unten, von 5 mm, haben wir also quasi eine Höhe von 40 mm und einen Vertikalabstand von 45 mm. Es ist zwar bebildert, aber das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht und sehr, sehr häufig auftaucht. In Wavi Profi 3 haben wir dieses Fensterchen, und vielleicht kommt es den ein oder anderen an dieser Stelle bekannt vor, an Microsoft Word angelehnt. In Microsoft Word, mache ich das mal zu, können Sie auf Sendungen klicken, dann auf Etiketten und nun auf dieses Etikettensymbol. Hier erhalten Sie eine Liste mit den bekannten Lieferanten und den dazugehörigen verfügbaren Etiketten. Das heißt, wir haben hier in der Liste nun alle Etiketten von Every Zweckform. So können Sie jederzeit im Word nachschauen und sagen, okay, Sie brauchen jetzt zum Beispiel dieses Zweckform 6122 Etikett. Ja, dann sagen Sie, okay, dann schaue ich mir mal die Details im Word an. Sehen Sie es? Und die übertrage ich nun in mein Wavi, also ins Wavi Profi. Und Sie sehen es vielleicht, dass dieses Layout dem Wavi-Layout sehr, sehr ähnlich ist. Oder vielleicht soll ich es ein bisschen kleiner machen, damit Sie es vielleicht ein bisschen besser parallelisieren können. So. Also das heißt hier, wir haben genau die gleiche Information hier oben stehen und auch die Details hier unten haben wir stehen. So können Sie jederzeit sagen, okay, ich brauche ein neues Etikett, zum Beispiel Zweckform ZW6122. Dann müssen Sie angeben, welches Format Sie haben. Ist es Hochformat, ist es Querformat? Und jetzt kommen die Informationen zu den Abständen und zu den Größen des Etiketts. So, schauen wir mal, vielleicht kann ich was merken. Wo ist es wieder? Hier haben wir Word. 45, 36, 7, 7, 7, 3, 3, 3, 8. Okay, alles klar. Das heißt, wir haben hier im Word gehabt 0,45 cm. In Wavi Profi 3 ist es im Millimeter umgerechnet. Es sollte aber wirklich kein Problem sein, Zentimeter in Millimeter umzurechnen. 0,45 cm sind
4,5 mm. So, dann als linken Abstand hatten wir keinen. Vertikalabstand, das heißt Etikettenhöhe war, glaube ich, 3,6, also 36. Und die Breite war 7 cm, also 70 mm. Die Vertikalabstände und der horizontale Abstand war identisch mit den Höhen- und Breitenangaben. Also das heißt, hier hatten wir auch 36 und hier unten 70. Einen unteren Rand brauchen wir nicht angeben, weil sich der ergibt. Einen oberen Seitenrand hatten wir, der obere war 45, also was? 0,45 cm, also 4,5 mm. Und der Seitenrand links, glaube ich, war 0. Schauen wir mal nochmal, nicht, dass ich jetzt hier was falsch mache. Ja, okay. So, und wir haben hier Etiketten pro Zeile, das heißt, wir haben 3 Stück nebeneinander gehabt und 8 Stück untereinander. So, was ist jetzt passiert? Sie sehen vielleicht hier oben auch diese blaue Schrift, errechnete Höhe, errechnete Breite. Sollte die errechnete Höhe, die Sie hier angeben, die verfügbaren Papierformatangaben überschreiten, das bedeutet, sagen wir hier zum Beispiel Etiketten pro Zeile 4, dann hätten wir hier eine errechnete Breite von 28, aber unsere Papierbreite entspricht nur 21 cm. Somit würde beim Speichern eine Information erscheinen, dass die Angaben nicht richtig seien und wir sollen doch bitte die Informationen korrigieren. Also Wabi Profi 3 schaut Ihnen da auf die Finger und sagt, Benutzer, das passt ja gar nicht drauf, das geht so nicht. Genauso ist es natürlich, wenn ich sage, okay, Etiketten pro Spalte 8 oder 9, dann hätte ich plötzlich 32 cm, obwohl ich nur 29,7 cm Papierbreite hätte. Also das heißt, das Wabi Profi 3 versucht da wirklich Ihnen unter die Arme zu greifen. So, jetzt sage ich einfach mal speichern. Speichern, ja. So, das Speichern war erfolgreich. Wabi sagt, es ist alles in Ordnung. Jetzt gehe ich hier raus, wähle hier mein Etikett aus, also dieses neue angelegte Etikett. Und jetzt könnte ich schon vorschauen drucken. Wähle den Drucker aus und ich habe jetzt die Standardinformationen für dieses Etikett. Wabi Profi 3 erstellt automatisch Felder oder Standardinformationsfelder mit Standardgrößenangaben, die Sie dann noch nachträglich bearbeiten können. Das heißt, unter Drucklayout können Sie Ihr Etikett, das Sie jetzt gerade angelegt haben, dieses neue ZW6122, anpassen. Und hier können Sie sagen, ich will eine andere Schriftart haben, ich will andere Positionen haben, wie auch immer. Oder Sie können Informationen, Felder, Bilder, wie auch immer mit einbinden. Aber das ist nicht Bestandteil dieses Videos, sondern da würde ich Sie bitten, dass Sie die Videos Etiketten designen anschauen. Da wird Ihnen das alles sehr, sehr schön und vor allem auch sehr im Detail erklärt. Ja, dann sind wir jetzt hier durch. Wir haben jetzt ein eigenes Etikett angelegt. Wir haben Informationen, wir haben uns vorhandene Informationen bedient, und zwar von Microsoft Word. Abschließend sei vielleicht noch dazu zu sagen, wenn Sie keine Angaben haben, das heißt, wenn Sie sagen, ja super, aber hier ist ja mein Etikett gar nicht dabei, dann müssen Sie wirklich beim Hersteller oder auf der Herstellerseite oder dort, wo Sie es gekauft haben, einfach mal nachfragen, dass Sie sagen, ja, pass mal auf, was hat denn das Ding überhaupt für Größen, für Formate? Und da bitte nicht einfach mit Lineal wild rummessen, denn da zählt wirklich jeder Millimeter, sondern wirklich danach schauen im Internet vielleicht, okay, was sind das für Größen? Oder ist dieses eventuell auch No-Name-Etikett, was ja nichts Schlimmes ist, identisch mit einem Etikettenformat einer bestehenden Firma. Dass Sie sagen, zum Beispiel, mein No-Name-Produkt-Etikett Super, was weiß ich, ist identisch wie mit dem Zweckform-Etikett 3448. Dann könnten Sie einfach hergehen und sagen, aha, mein Etikett, das ich hier habe, das entspricht dieser Vorlage und könnten dann die Detailinformationen dieses Etiketts in Wabi Profi 3 übertragen. Okay, dann sind wir durch. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.